Servus, liebe Freunde der gepflegten Worte und Unterhaltung. Ich bin Raibun. Herzlich willkommen zu einem neuen Replay auf meinem Kanal. Es ist wieder Sonntag, Gast-Replay-Zeit. Das heißt, es ist wieder eure Bühne. Jawohl. Heute ist dran der Viper 2003 von Checkpoint Delta. Also wir sind ja bei uns da bei Checkpoint Charlie, haben wir ja auch noch eine andere Gruppe aufgemacht, die da Checkpoint Delta heißt, weil einfach zu viele Menschen nach Checkpoint Charlie wollten. Und da haben wir dann irgendwann vor geraumer Zeit gesagt, okay, machen wir halt eben einfach noch Checkpoint Delta auf. Und Viper 2003 ist einer von denen. So, anyway, er unterwegs hier im M4 Tipo. Oder Tipo M4 kann man eigentlich, ja, sagen, wie man möchte. Ist so ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, ist eigentlich so ein Hybridpanzer. Möchte ich mal sagen, was eigentlich eher so Richtung, ja, fast schon in Richtung Scorpion geht. Also britischer Sherman oder anders gesagt Sherman-Wanne, Sherman-Turm, aber britische Kanone. Da müsste, glaube ich, eine 17-Pfünder drin sein, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist, glaube ich, die 17-Pfünder und der gute Viper hat den, glaube ich, auch noch nicht ganz ausgebaut, ist aber jetzt erstmal an dieser Stelle hier wurscht. Wir haben hier mit dabei 30 Schuss Schott Mark 6, das normale AP-Geschoss mit 168 mm Durchschlag an dieser Stelle. Die Karte ist Osteuropa und wir legen jetzt mal los. Wir haben Deutsche und Italiener gegen Russen und Briten. Ein auch eher seltenes Spektakel, möchte ich jetzt hier mal sagen. Und Viper hat sich dazu entschlossen, hier oben auf B, auf den Hügel zu fahren, also oberhalb der Stadt. Das ist der Schlachtmodus. Und da hinten sieht er auch schon einen stehen. Also einen Panzer. Na, schade, der hätte treffen können, wenn der Brite stehen geblieben wäre. Aber wenn ich das von hier hinten aus sehe, ist das ein Cromwell? Ein Komet? Oder ist das ein Russe? Da schauen wir doch mal hin, wer das ist. Oh, da hat er geschossen. Was ist das? Ja, wie ich es gesagt habe, ist ein Komet. Jetzt hat er ihn getroffen, da habt ihr es eben gerade schön gesehen. Gleiche Stelle, schön in den Turm rein. Das muss ja auch übrigens in der Replay-Ansicht auch neu sein, hier mit der freien Verfolgungsansicht. Dann gibt es hier aber auch noch Free Attached Camera, also das würde ich quasi als frei angegebene Kamera auch sehen. Das war ein sehr schöner Schuss. Ein sehr schöner Schuss in die Seite vom T-34. Der muss jetzt langsam löschen. Ja, und auch hier der Rückwärtsgang nicht besonders gut vom Tipo. Wow! Ein schöner Schuss. Das ist ein Ding nicht schlecht. Da hat er schön den Bullet Drop ausgenutzt. Und über das Dach drüber geschossen, obwohl er den T-34 dort nicht sehen konnte, weil er hinterm Dach verschwunden war. Aber natürlich hat er ihn vorher gesehen und wusste, dass er da ist. Aber der Schuss war tatsächlich wirklich ein bisschen lucky, muss man sagen, aber trotzdem Zucker. Super den Bullet Drop hier ausgenutzt und dadurch den T-34 geplättet. So, jetzt hätte ich mich allerdings auch hier tatsächlich für den Komet entschieden. Hier erstmal die wichtige Turmbesatzung rausgenommen. Kann er noch einen zweiten Schuss anbringen? Nee, kann er nicht. Ziel wechseln auf den T-34. Macht er super hier. Hat er jetzt allerdings ein bisschen unglücklich gemacht. Der T-34, ja, wenigstens eine Abschusshilfe bekommen. Aufpassen jetzt, dass der Komet ihm jetzt nicht hier irgendwie blöd kommt. Zwei Ziele sind noch da, direkt vor ihm. Hinter dem Haus habt ihr gerade den Abschussrauch gesehen und dahinter, hinter dem zerstörten T-34, war auch noch ein Gegner, der da gerade aus der Baumreihe rauskam.
Da kommt der Komet. Reicht die Gun Depression? Ja, die reicht. Sehr schön. Nächstes Ding in den Turm. Der Komet ja seit den letzten BR-Anpassungen nicht mehr auf 5.3, sondern auf 5.7. Auf 5.0. Entschuldigung, was rede ich denn da? Also wirklich. hier auch jetzt schön den KV rausgenommen. Wir sind schon bei Abschuss Nummer 2. 3 Abschusshilfen hat er auch schon gekriegt. 1224 Punkte. Der M4 Tipo, ich selber habe ihn auch schon in der Garage stehen, bin ihn aber tatsächlich noch nicht so häufig gefahren, muss ich gestehen. Den habe ich quasi übersprungen, möchte ich fast sagen. Ist für mich einer dieser typischen Füllpanzer. Aber das heißt natürlich nicht, dass er schlecht ist. Ich habe nur bei den Italienern mich tatsächlich eher mit dem Premium Pershing durchgegrindet. Und steht da jetzt nicht? Da steht ein Gegner. Da steht ein Gegner und der sieht ihn nicht. Ist das einer von seinen? Ich muss kurz die... Oh ja, das habe ich jetzt eben gerade nicht umrissen, dass das ja einer von seinen Leuten war. Oh mein Gott. So, hier links neben ihm ist jetzt gerade einer seiner Teammates geplatzt. Ihr habt das vielleicht gesehen, hier auf der Karte. Da blinkt's noch. Da hat's einen seiner Teammates erwischt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er den Gegner findet. Er orientiert sich zumindest schon mal nach links. Um abzuwarten. Ja, er merkt schon, dass er hier vorsichtig sein muss. Denn so gesehen ist der M4 Tipo überhaupt nicht gepanzert. Das kann man eigentlich so gut wie vergessen. Über Panzerung braucht man bei dem Panzer nicht reden. Ist halt einer der typischen Shermans. So, jetzt ist hier die Frage, wo ist der Gegner? Ah, gefährlich, gefährlich, gefährlich! Glück gehabt! Da ist wohl die Granate. Das müssen wir uns mal angucken, ob wir hier die Granate, den Einschlag irgendwo sehen. Nee. Hat er aber Schwein gehabt. Da hat er aber echt Schwein gehabt. Die Granate muss irgendwo... Ach, da ist es ja. Da ist das Einschussloch. Seht ihr es? Da? Da hat er aber Glück gehabt. Das Ding ist direkt durch die Laufrolle durch. Oder? Ist das das Einschussloch? Ja, doch, das ist das Einschussloch. Ja. Da ist die Granate direkt durch die Laufrolle. Hat er Schwein gehabt, dass ihm das nicht noch gleichzeitig die Kette gezogen hat. Sonst hätte er da ein bisschen blöd gestanden. Aber ein bisschen Glück gehört ja auch dazu. Da neben der Mühle. Ah, den Panzer 4 hat jetzt erwischt. Ah, das ist natürlich eine kleine Su. Die kann er, da kann er jetzt nichts gegen machen. Seine komplette... Turmbesatzung ist damit jetzt raus. Und hier hat ihn jetzt tatsächlich ein Skorpion mitgenommen. Schade. Ah. Die SM-91. Auch ein schönes Flugzeug. Sieht ja schon lustig aus hier mit der...
ich glaube, es ist eine 20 mm, wenn mich nicht alles täuscht, die hier hinten rausguckt, beziehungsweise die sich hier hinten rausfährt, wenn man sie aktiviert für den Heckschützen. So, was haben wir hier? Ich habe hier eben gerade, schauen wir mal. Okay, wir haben eine Hellcat drin. Aber das war's auch schon mit der Hellcat. Ja, die Asu könnte er anfliegen. Allerdings auf die Hellcat da oben sollte er aufpassen. Ernsthaft? Tja. Das hätte er sich schenken sollen. Wobei die Hellcat hier... Na? Stürzt du noch ab? Nee, er hat zumindest dafür noch eine Abschusshilfe kassiert. Das war jetzt ein bisschen blöd. Also bei der Hellcat hätte er ein bisschen aufpassen sollen. Die rotzt ja gerne mal, egal ob das jetzt die britische Hellcat gewesen ist oder eine amerikanische. Die Hellcats, die reißen ja gerne mal im Head-on Gegner auseinander mit ihren 50er Kalibern. Die Stuka auch eher gemächlich unterwegs. Aber die Runde an sich sieht relativ ausgeglichen aus. Hoppala, Entschuldigung. Ja, wobei... Also sein Team hier, das Gegnerteam ist nur noch auf, hat nur noch 4 Spieler. Okay. Aber die Runde geht tatsächlich noch relativ lange. Habe ich gerade nicht mitbekommen, wer ihn da beschossen hat. Ah, da oben. Abschussrauch gesehen. Wenn er Glück hat, bewegt er sich tatsächlich direkt auf ihn zu. Ja, das Glück hat er auch noch. Sauber. Ah, schlecht geschossen hier. Aber das passiert uns allen mal. Aber trotzdem, der Schuss. Oh. Ui, ärgerlich, ärgerlich. Das ist sowas, wo ich, wenn ich solche Schüsse bringe, das passiert mir auch manchmal, instant in die Tischplatte beißen könnte. Das waren nur die kleinen Bomben. Ich glaube, es waren die Bomben von der Spitfire. Aber hier jetzt schnell reparieren. Oh, nee. Jetzt kann man nur hoffen, dass er schneller nachlädt, als der T-34 seine Besatzung wiedergeholt hat. Puh. Das war jetzt ein bisschen knapp. Aber das macht das Ganze ja ein bisschen spannend, ne? Und wo ich hier gerade den Hetzer durchfahren sehe, weiß ich, glaube ich, welche nackte Wahrheit ich als nächstes aufzeichne. Ich habe, glaube ich, ja irgendwann mal gesagt, dass ich den Hetzer so überhaupt nicht mag. Aber ich denke mal, für die nackte Wahrheit wäre der mal ganz gut. So, Viper ist schon bei 2594 Punkten, einer gekappten Zone, 4 Panzer abgeschossen, 4 Abschusshilfen generiert, gibt ja auch ordentlich Punkte. Und jetzt wird es dann tatsächlich doch auch mal Zeit, rüber zu A zu fahren und das mal hier durchzukappen und runterzuspielen, denn es sind gar nicht mehr so viele Gegner drin. Hier ist zum Beispiel einer drin, der hat sich noch keinen... Also der hat sich schon bewegt, aber der steht irgendwo rum. So, jetzt hat er hier einen Abschuss gemacht. So, jetzt sind wir hier wieder bei 5 Gegnern, die drin sind. Ich korrigiere, es sind wieder nur 4. Ich korrigiere, es sind 3.
Das ist, glaube ich, eine Flak. Ah, zu kurz. Ja, das ist eine Flak. Was haben wir hier überhaupt für eine Shell Velocity? 883 Meter pro Sekunde. Dieses Nachgewippe. Oh mein Gott, das ist wie auf der Wippe im Kindergarten. Teilweise. Das ist nicht zu fassen. So, bei der Flak muss er tatsächlich ein bisschen aufpassen. Die kann ihm gefährlich werden. Die Crusader. Ah, glaube ich, eine Crusader-Flak. Oder? Nee. Ach, man weiß es nicht. Anders, die Kanone kann ihm hier gefährlich werden. Oh, da oben steht schon... Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe jetzt gerade nicht richtig gesehen, ob die Asu noch gelebt hat oder nicht. Ja, doch, die lebt, glaube ich, noch. Ja. Tuck, 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 tuck. Sehr schön. Gleich nochmal drauf. Da braucht man auch keine Granate für zu verschwenden. Das 50er Kaliber reicht da vollkommen aus. Na bitte. Hull Break. Aber schön, da den Motorblock zerrissen, inklusive des Getriebes. Die Frage, warum orientiert er sich hier nach rechts? Hat er da vielleicht was gehört, was ich nicht gehört habe gerade eben? Oder warum dreht er sich erst mit der Seite zum Gegner und jetzt mit dem Arsch? Das ist jetzt so ein bisschen die Frage. Also wenn er hinter so einem, hinter dem Ding schon campen will, dann wäre ich eins weitergefahren. Hier fährt übrigens eine Flak gerade durch. Dann wäre ich auch eins weitergefahren, weil dann hätte ich nämlich auch gleichzeitig noch campen können. Und ich denke, jetzt macht er das. Dass hier mal A durchgecappt wird. Captain gibt natürlich auch ordentlich Punkte. 3241. Hat er schon auf seinem Konto. Ich verstehe halt auch nicht, warum hier nicht einer seiner Teammates mal mit reinfährt. Die lassen sich alle ganz schön Zeit. Könnten ihn eigentlich schon viel, viel früher unterstützen. Aber nein, da muss ja erstmal Spawn gekämpft werden. Passt. Okay, jetzt weiß ich hier nicht, ob er sich irgendwie Sicht verschaffen wollte. Ui. Aha, da oben steht... Ist das hier einer von diesen... Ach Gott, wie heißt denn das Ding? Der Churchill-Panzerjäger? Nee, ist glaube ich sogar ein Churchill direkt. Das tat weh. Der war gierig. Der wollte Viper haben.
kriegen ihn aber nicht. Ist auch noch ein Mark 7, wenn mich nicht alles täuscht, ja. Turmbesatzung raus. Ja, du siehst halt, die Turmbesatzung ist raus. Vorne in die Wanne jetzt bitte. Ja, sehr gut. Nochmal einen links und dann ist das Ding auch jetzt schon raus. Abschuss Nummer 8. Und ich denke mal, dass es das gewesen sein wird. Ja, da ist ein Gegner noch drin. Das wird ein solider Sieg. Ein ganz solider Sieg. Da können wir hier jetzt auch tatsächlich Pause machen. Die Runde gleich vorbei. Am Ende, er wird noch ein paar Punkte, denke ich, machen. Also über 4075 Punkte, zwei Zonen gecapped, 8 Panzer abgeschossen, 4 Abschusshilfen bekommen und dabei selber zweimal draufgegangen. Sehr solide runtergespielt hier von Viper. An der einen oder anderen Stelle, muss ich ganz ehrlich sagen, hat er ein bisschen Glück gehabt. Aber das gehört natürlich auch mit dazu, ne? Der Schuss hier durch das Laufrad durch, ja, die gezogene Kette einmal. Gerade jetzt hier in dem Bereich, beziehungsweise in der Teilrunde vorher, ja, war der Abschuss ja recht eindeutig. Das kann man nicht anders sagen von dem Scorpion, der ihn da hier geknackt hat. Aber ansonsten sehr solide runtergespielt. War eine schöne Runde. Ich bedanke mich fürs Einsenden, Viper. Wenn ihr mir auch euer Replay zukommen lassen wollt, dann einfach gerne unten in die Videobeschreibung gucken. Da stehen alle Wege, wie das funktioniert. Und weil die Frage aufkam, nein, es müssen natürlich nicht nur eure Client-Replays sein. Das können natürlich auch Links zu Server-Replays sein. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne natürlich auch einen Daumen nach oben da lassen. Gerne auch alle eure Gedanken zu der gespielten Runde unten in die Kommentare. Und vergesst auch nicht, wenn ihr in Sachen War Thunder auf meinem Kanal nichts mehr verpassen wollt, lasst mir auch gerne ein Abo da. Ich freue mich nach wie vor über jeden neuen Zuschauer, der den Weg hier zu meinem Kanal findet. Nächste Woche Sonntag, denke ich, wird es kein Gast-Replay geben, weil ich fest davon ausgehe, dass jetzt kommende Woche Update kommt. Da schauen wir mal, wann es halt entsprechend kommt. Da wird es dann mit Sicherheit auch viel, viel neuer Content sein. Schauen wir einfach, warten wir einfach mal hier ab. Ich sage danke fürs Zuschauen, euch noch einen schönen Restsonntag. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Euer Raibun.